Alter, was geht ab, Leute? Hong hier. Heute ist Montag und heute sind wieder X-Rays. Ich habe 3 Stück. Ich habe hier jetzt noch ein paar Sachen erledigt und dann müssen wir auch schon direkt zum ersten los. Der ist um 11.30 Uhr, also nehme ich euch heute mit in meinen Alltag und meine 3 X-Rays. Euch viel Glück, viel Erfolg bei euren X-Rays. Schreibt unten in die Tage, wie gut euer Mewtwo war. Habt ihr einen Shiny bekommen? Habt ihr einen Shiny 100er Spukball bekommen? Habt ihr einen Shiny 100er Spukball Glücks bekommen? Und ihr wisst Bescheid, wenn ihr mich und den Kanal unterstützen wollt, gebt ein Like, ein Abo und einen Kommentar und aktiviert die Glocke. Auf geht's. Wobei, ich muss noch ein bisschen arbeiten. In 20 Minuten geht's los. Erledigung gemacht. Schaut's mal. Eine neue Ex-Dose für die Sammlung. Mehr zu der Sammlung irgendwann mal, weil viele immer fragen. Aber die Dose ist neu. Schauen wir mal. Auf geht's zum Raid. So, los geht's. Erster Raid. Im Hintergrund seht ihr eine große Gruppe. Relativ für Montag, morgen. Ich hoffe, ich habe hier niemanden drauf, der irgendwie schwänzt oder sowas. Schauen wir mal. So. Nehmen wir euch mal in eine Hand. 20 Leute, 2-3 Lobbys, 2 Lobbys. Die dritte wahrscheinlich nicht. Wir gehen noch schnell zu einem Shigi. Der ist danach auch noch offen. Wenn die schon so selten sind, sollte man die Chance nutzen. Dann was essen und dann noch ein Raid. So. Bin gespannt. Ich hatte bisher noch kein Glück, noch kein Shiny. Aber ich kann mich über mein Mewtwo-Glück nicht beschweren. Und 100er Shiny? Nee, auf jeden Fall schon mal nicht 100er. Freundesaufstieg. Und auch nicht Shiny, schade. Ah, der ist schlecht. Leidend. Schauen wir mal schnell. Ich habe gar keine Ahnung, was ein 100er ist. Ich will eigentlich gar nicht. Doch, natürlich bin ich ein 100er, aber... Das Shiny ist wichtig. Nee, kein Shiny. Schau mal, was wir hier haben. Ameise. Relativ selten. Ich habe erst... Das ist mein zweiter, falls ich den überhaupt bekomme. So. Direkt gönnen. 13 Uhr. Also jetzt ist 12. 13 Uhr habe ich den nächsten X-Raid. Irgendwo dazwischen noch schnell was essen. Und dann heim, arbeiten noch ein bisschen und 2 Videos raushauen für euch. Max on Monday und der Vlog vom Sonntag. Und dann direkt zum nächsten X-Raid. Das ist der Plan. Und danach ein bisschen Event noch nutzen und dann Abendessen, heim, noch mehr arbeiten, schlafen, arbeiten. Wahrscheinlich so, ungefähr ist der Plan. Und noch zufällig einen Glückstausch, bevor der Raid anfängt. Darauf habe ich auch schon noch länger gewartet. Unser Suicune gegen Suicune. Diesmal genauer hinschauen. Ja, hab ich schon. Nee, ich meine mich. Du passt immer auf. Ich hoffe, ich hatte ihn noch nicht, aber ich glaube, ich hatte ihn noch nicht. Ich habe extra auf ihn gewartet. Oh Gott, ist der schlecht. Das könnte mein schlechtester Bisser sein. So, zweiter Raid fertig. Nichts Besonderes, kein Shiny, nichts Gutes, beim Kleinen auch nicht. Schade. Jetzt mache ich 2 Videos für euch und dann packen wir es zum dritten X-Raid. Yo, was geht, Leute?
Ich habe das eine Video hochgeladen. Next on Monday gedreht, aber noch nicht verarbeitet. Aber in einer halben Stunde bis einer Stunde fängt der Raid an. Deswegen mache ich die Folge wahrscheinlich danach. Sprich, die Folge kommt heute relativ spät, 21 Uhr vielleicht. Vielleicht 22 Uhr, aber auf jeden Fall heute noch. Aber das war für euch dann eh gestern. Also checkt den Max on Monday von gestern ab. Ich habe Kikli, Nocturn und Stinktier gemaxt. Ja, jetzt packen wir's. Und dann müssen wir auch noch ein bisschen normal zocken. Also nicht nur das Event, nicht nur die Raid, sondern auch Event-Wissen nutzen. Hier ein paar Mako-Pajam machen und so. Noch die ganzen Geschenke für die Freunde sammeln und sowas. Ja. Sprich, jetzt kommt der Raid, bisschen zocken, heim, essen, arbeiten, nochmal das Video raushauen, dann pennen. So Leute, letzter Raid für heute. Zumindest letzter X-Raid, vielleicht machen wir noch ein paar Darkrai. Überraschenderweise bei dem mehr Stress, mehr Aufwand als bei denen um 11 Uhr und sowas. Dass die Leute hier alle rechtzeitig noch kommen und es schaffen. So, schauen wir mal. Wie viel habe ich jetzt schon gemacht? Also heute 3 natürlich, aber davor. Wie lange gibt es den schon? 1, 2, 3, 4. 3-4 Wochen? Nicht mehr so viele Chancen. Aber nächste Woche wird es abgehen, Leute. Da mache ich vielleicht 4-5. So, schauen wir mal. Zack, zack, zack. Rucksack verloren gestohlen. Am Freitag, dem 11. Oktober, habe ich bei der Arbeit meinen blauen Rucksack verloren. Oder er wurde aus dem DL-Zustellfahrzeug gestohlen. Oha! What the fuck? Wer hat etwas gesehen? Oder den Rucksack oder wenigstens den Geldbeutel mit meinem Ausweisdokument vielleicht sogar irgendwo gefunden. Das ist Leiden, Mann. Immer die Dokumente. Der ist schon mal schlecht und... Und nicht shiny. Die wollen nicht kommen bei mir. Jo Leute, wir sind zurück. Es ist gestern nicht mehr viel passiert. Der Raid war ja schon relativ spät, 5:30. Hab noch ein paar Runden gedreht für die Geschenke. McDonald's war ich mit einer Kollegin. McChicken gab es für 1 €. Spezialangebot und ein bisschen einkaufen noch. Ein paar Sachen erledigen. Dann bin ich heim, hab das Max und Money Video für euch hochgeladen. Checkt das ab. Ich habe gestern endlich mein 100er Nocturne, das ich endlich bekommen habe, gemaxt. Und passend dazu natürlich Kikli. Dann noch ein bisschen gearbeitet, dann schlafen gegangen, dann heute um 6 aufgestanden und noch mehr gearbeitet. So läuft das ab. Und irgendwann dazwischen kam eine krasse Neuigkeit, ich sag mal krass, von Niantic. Und zwar haben sie ein bisschen was für PvP angekündigt. Eine Online-Liga. 2020 soll die kommen, mit Online-Kämpfen, weltweit Rangliste und sowas. Hatten die ja eigentlich schon bereits angekündigt, also jetzt nochmal eine Ankündigung zu der Ankündigung. Dass es halt 2020 kommen wird, PvP-Leute sind gehypt. Ein paar, die möglicherweise interessiert sind an PvP, sind dadurch noch interessierter. Und die, die PvP nicht interessieren, die interessiert diese Ankündigung auch gar nicht. Meine Meinung zu PvP demnächst mal, denn es ist beinahe ein Jahr her, dass PvP rauskam. Ich weiß noch, letztes Jahr Weihnachten, wir haben sehnlich drauf gewartet. Wir waren jeden Tag live, bis es rauskam. Das waren echt verrückte Zeiten. Alter, wir hatten echt immer durchschnittlich 500 Views oder so. Im Livestream. Alle haben gewartet auf die Ankündigung auf PvP und dann, als es rauskam, ist halt böse gefloppt. Seitdem, ja, es gibt PvP, es wird immer besser, Leute versuchen es, die Cups laufen einigermaßen, aber an sich, wer kein Interesse hat, der wird auch nicht spontan auf einmal plötzlich Interesse entwickeln. Aber ich freue mich für alle PvP-Spieler da draußen. Ist eine nette Sache für euch. Ich sage euch, weil ich interessiere mich eher nicht für PvP, aber wie gesagt, meine Meinung zu PvP demnächst mal noch in einem separaten Video. Ansonsten eine komische Überraschung für mich. Eigentlich ist heute der letzte Tag von meinem Internet und morgen würde es sich erneuern, also beziehungsweise müsste ich einen neuen Monat buchen. Aber irgendwie habe ich heute wieder 6 GB voll, was eigentlich nicht geht, weil ich habe Prepaid und die können mir nicht einfach irgendwas abbuchen. Solange nichts, kein Geld auf der Karte ist, kann auch nichts abgebucht werden. Und solange ich nicht buche, kann auch nichts abgebucht werden. Aber ich habe auf einmal wieder voll Gigabyte gehabt. Dementsprechend läuft das heute Abend aus und ich habe einfach so 5,9 GB jetzt über. 100 habe ich schon verbraucht offensichtlich.
Das heißt, wir machen einen XXL-Stream. Spontan. Spontaner Stream. Draußen unterwegs. Halloween-Event nutzen. 4-5 Stunden oder so. Folgt mir auf Instagram. Vielleicht habt ihr die Glocke aktiviert. Dann müsst ihr auch Benachrichtigung bekommen. Ich starte irgendwann heute Nachmittag, Vorabend irgendwann. 4, 5, 6, irgendwie sowas. Und streame einfach den ganzen Abend. Weil, wenn wir schon mal 6 GB geschenkt bekommen, dann nutzen wir das aus. Denn heute Punkt 0:01 ist Internet weg. Also diese 6 GB auf all die Snacken werde ich auf jeden Fall ausnutzen. Keine Ahnung, woher die kamen, aber freut euch auf den XXL-Stream draußen. Wie gesagt, schaut später vorbei. Ansonsten war es das von mir. Ich hoffe, ihr hattet Glück bei eurem Mewtwo. Meine waren alle schlecht und alle nicht shiny. Mehr Glück beim nächsten Mal. Wie gesagt, da habe ich vielleicht 5. 4 garantiert, möglicherweise 5 am Start. Schauen wir mal, wie das so wird, weil gestern diese 3, die waren bereits sehr anstrengend. Aber das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscribe, kommentieren. Checkt die anderen Memes ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.